Mode ist ihr Steckenpferd. Alessandra von Hannover ist auf jeder Fashion-Show ein gern gesehener Gast. Die studierte Anwältin ist selbst im Modebusiness aktiv und bringt 2018 ihr eigenes Taschenlabel Moi & Sess auf den Markt. Deshalb wundert es umso mehr, als die eigentlich so stilsichere Peruanerin in einem Outfit aufkreuzt, das, sagen wir, auch aus dem vorletzten Jahrhundert stammen könnte. Zusammen mit ihrer schönen Mutter Liz besucht Alessandra die Mercedes-Benz Fashion Week in Madrid. Dort wohnen sie der Show des spanischen Designers Jorge Vázquez bei. Er kreiert Alessandras Hochzeitskleid, das sie bei ihrer kirchlichen Trauung mit Christian von Hannover 2018 in Peru trägt. Die adretten Damen haben sich vor Beginn des Modespektakels offensichtlich abgesprochen. Beide tragen sie einen Karo-Anzug im Stil der 60er Jahre. Nur ein Detail fällt ziemlich aus dem Rahmen. Die Bluse der 33-Jährigen mit weißen Rüschen wirkt etwas großmütterlich. Oder liegt der gekräuselte Stoff etwa wieder im Trend? Fakt ist, Rüschen und Volants tragen europäische Königs- und Fürstenhöfe bereits im 18. Jahrhundert. Spätestens seit Karl Lagerfeld ist der auffällige Dekor ein unentbehrliches Kleidungsstück jedes großen Modehauses. Und erlebt dank Alessandra von Hannover jetzt vielleicht ja sein großes Comeback.